erste Jahr, ich habe muskuläre Probleme und aber ein bisschen zu viel diese Saison. Aber jetzt, ich hoffe, ist fertig. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Ja, es ist wieder Freitag und damit Zeit für euer Feiertagsmagazin. Und heute ist einer bei mir zu Gast, der war in diesem Jahr überhaupt noch nicht bei mir. Also, ich begrüße ganz herzlich Thorgan Hazard. Hallo Toto, schön, dass du da bist. Hallo, danke, danke. Einzug ins Pokal-Halbfinale. In der Champions League seid ihr unter den letzten acht. In der Bundesliga läuft es auch wieder. Wie viel Freude haben dir und der Mannschaft die letzten Spiele bereitet? Ja, es ist sehr gut. Wir hatten eine Periode, war ein bisschen kompliziert, aber jetzt ist es wieder sehr gut mit dem Spiel gegen Sevilla. Die letzte acht Mannschaft in Champions League und auch eine Sieg in Gladbach war auch sehr wichtig für die Mannschaft und für alle. Und und Bundesliga, wir müssen ja langsam zurück in den ersten, vierten Platz. Das ist wichtig für uns für nächste Saison. In Deutschland sagt man dazu, wieder in die Spur kommen. Genau. Ich habe keine Ahnung, aber genau so. Was habt ihr in den Spielen denn besser gemacht als in den Wochen zuvor? Die Stimmung ist ein bisschen besser. Wir hatten keine Tor kassiert, nicht viel. Klar, gegen Bayern. In Bayern ist immer schwer, aber. Da kann man verlieren, das ist so. Du kannst verlieren, aber wir hatten die ersten 10 Minuten war sehr gut und danach nicht genug für Gewinne. Aber trotzdem, wir sind jetzt sehr schwer zu spielen. Wir hatten nicht viel Tor kassiert, die letzte Spiel. Und immer zu Null gespielt ist immer gut für die Mannschaft, für Selbstvertrauen auch. Und danach, wir hatten viel Qualität zu Tor zu machen. Auch mit Erling, ist sicher, du machst ein Tor Minimum. Und das ist gut für die Mannschaft. Weißt du, wenn du machst ein Tor und du kannst kassieren, ist normal zu gewinnen. Erling ist schon ein verrückter Typ, oder? Er ist speziell, aber ich liebe, ich denke, alle lieben Erling. Du hast eben gesagt, dass die Stimmung gut in der Mannschaft ist. Ist das auch wichtig für Sieg oder Niederlage, dass man sich untereinander gut versteht? Ja, aber ich denke, bis die Start ist so mit dieser Mannschaft, dieser Truppe. Wir hatten eine geile Mannschaft und ja, trotzdem manchmal du verlierst, aber die Stimmung ist gut. Nur wenn du verlierst, ja, drei, viermal, das ist nicht so gut. Aber wir sind zusammen und das ist wichtig. Immer wenn du gewinnst oder du verlierst, du musst immer zusammenbleiben. Mhm. Ihr habt jetzt nach dem Heimspiel gegen Hertha zwei Tage frei bekommen. Wie hast du die Zeit genutzt? Was hast du gemacht? Ich war zu Hause mit Kindern, mit Familie. War sehr wichtig für die Kopf zu bleiben, zu Hause ein bisschen mehr mit den Kindern, mit dieser Coronavirus ist nicht einfach für alle, ja, aber trotzdem, ja, wir können nicht viel machen mit den Kindern. Wir können nicht gehen da oder gehen da. Wir müssen bleiben zu Hause und ja, ist more safe zu Hause. Auf die Kinder kommen wir gleich noch ein bisschen zu sprechen, auf deine Familie. Zuvor aber noch einen kleinen Beitrag über Thorgan Hazard. Ist jetzt zwei Jahre oder die zweite Saison hier bei unserem BVB. Und die Zeit wollen wir jetzt noch mal kurz Revue passieren lassen. Als Thorgan Hazard im Sommer 2019 nach Dortmund kommt, verzückt er die BVB-Fans auf Anhieb. Trickreich, schnell und treffsicher wirbelt der Belgier auf den Außenbahnen.
In seiner ersten schwarz-gelben Spielzeit bringt er es auf 7 Tore und doppelt so viele Torvorlagen. Der offensive Feingeist absolviert nahezu alle Pflichtspiele, auch weil er wie so oft in seiner Karriere ohne größere Verletzungen bleibt. Eine Premierensaison, die Freude und definitiv Lust auf mehr macht. Sein zweites BVB-Jahr ist aber kompliziert. Den Saisonauftakt verpasst er größtenteils wegen einer Muskelverletzung. Im Derby kommt er zurück. Wenig später erzielt er in Brügge sein erstes Champions-League-Tor für den BVB. Doch der Muskel meldet sich immer wieder. Erneut muss er pausieren, sich zurückkämpfen. Kurz vor Weihnachten wird aus dem Comeback der Rückschlag. Wieder ist es der Muskel, nur diesmal dauert es länger. Über 2 Monate ist er raus. Gegen Bielefeld feiert Thorgan Ende Februar das 3. Comeback in dieser Saison. Hoffentlich das letzte, damit wir solche Bilder wieder öfter zu sehen bekommen. Ja, Thorgan, wir haben es eben gesehen, du hattest in dieser Saison viel mit Verletzungen zu tun. Wie lange benötigt man eigentlich nach solch einer schwierigen oder generell nach so schwierigen Verletzungen, um wieder bei 100% zu sein? Ja, langsam. Ich bin zurück 100%. Ich habe 3 Spiele gemacht, 3 Start in einer Woche. War nicht einfach. Die Spiel in München war nicht einfach, aber 3 Tage danach, du musst spielen gegen Sevilla, war ein bisschen schwierig für die Beine und für die Kraft, aber Samstag, ich habe ein besseres Gefühl für meine Verletzung. Und ja, manchmal ist es so im Fußball. Ist das erste Jahr, ich habe muskuläre Probleme, aber ein bisschen zu viel diese Saison. Aber jetzt, ich hoffe, ist Schluss. Fertig. Jetzt. Ja, Schluss. bis End of the Season und danach. Ja, aber ich arbeite auch ein bisschen mehr in Kraftraum mit Athletiktrainer, mit Physio und so. Und ja, ich denke, muss so machen. Als du verletzt warst, wie hat dir dann deine Familie geholfen, optimistisch zu bleiben? Da ist ja bei 4 kleinen Mädels sicherlich einiges los und nicht ganz so einfach. Ja, aber wenn du bist verletzt, du kannst mehr zu Hause bleiben. Das ist der positive Punkt. Und meine Familie war sehr froh. Meine Frau, meine Kinder. Ich war verletzt, aber ich war zu Hause. Und die Kinder haben gesagt, ja, klasse, Papa ist genau, zu Hause. Genau. Aber ja, das ist, wenn du hast eine große Familie und du hast, das ist gut. Du bist verletzt, aber du kannst bleiben mit deiner Familie. Apropos Kids, wir haben mal einen deiner Mitspieler gefragt, wie du so als Vater bist. Ouais, franchement, je pense que c'est un très bon père. Il a beaucoup d'enfants. Et je le connais, je suis déjà allé chez lui et franchement ils sont adorables, ils sont polis, ils sont marrants. Et quand je vais chez lui avec ses enfants, on rigole et je pense que ouais, il fait bien son travail de père. Good. Danke, Daxo. Also die Kinder haben richtig viel Spaß mit Daxo. Wäre er auch ein guter Vater? Ich denke, später kann ja ein guter Vater. Er ist sehr lustig mit Kindern und die Kinder lieben Daxo. Ist er nicht so groß? Haben die Kinder keine Angst? Keine Angst, aber letztes Mal meine erste Kinder hat gesagt zu Daxo, ey, du bist ein bisschen größer als letztes Mal, Daxo. Und ja, er ist eine Maschine, aber trotzdem meine Kinder will immer, Daxo muss immer zu Hause kommen und ach schön, ja. Er ist sehr, sehr gut. Seit dem Heimspiel gegen Bielefeld bist du wieder zurück. Jetzt am Wochenende geht's zum 1. FC Köln und gegen den FC hast du dein bisher einziges Saisontor geschossen. Leider haben wir aber am Ende verloren. Warum wird euch das jetzt beim Rückspiel in Köln nicht passieren? War nicht so gut zu Hause gegen Köln. Nee, aber, das war nichts.
Aber ich hoffe, klar, Samstag, wir müssen besser machen. Und ich hoffe, vor der Nationalmannschaft ist wichtig, auch einen Sieg zu machen. Und so, wir können ein bisschen bleiben vorne und nach oben gucken. Ja. Einen Platz vielleicht mehr. Und das ist, ja, ich hoffe, es kann passieren Samstag. Jetzt gibt es nochmal einen richtigen Zweikampf. Thorgan, Toto gegen Nobby. Kommt zur Auflösung letzte Woche. Da habe ich ja gegen Nico Schulz gespielt. Nico hat 2 Punkte erzielt, ich keinen. Also ich weiß gar nicht, ob mir das überhaupt schon mal passiert ist. Aber bei dem Vorsprung ist das auch mal nicht ganz so wichtig. Es steht inzwischen 57 zu 37 für mich. So, und jetzt kommt die neue Wand und du bist mein Gast und du beginnst natürlich auch mit deiner ersten Einschätzung zum Spiel. Kein Standard gegen Tor. Ja, das ist schon mal gut. Hoffe, ja, okay. Das ist sehr gut. Ich bin mutig und sage der BVB auf Platz 4. Das ist auch sehr gut. Ich hoffe auch. Warte. Oswald Sieg? Ja, der ist ja, ja. Okay, gibt einen Punkt. Alles gut. Der BVB beginnt mit 3 U20-Spielern in der Startelf. Jetzt noch du ein und ich ein. Erst du. Okay, eine einfach, ich denke, eines Skandinavier startet. Ein Skandinavier startet, dann mache ich jetzt die Reihe zu und sage Joker-Tor. Joker-Tor, okay. Alles klar. Ich bin gespannt, was passiert. Wir werden nächste Woche auflösen. Wenn ich ganz besonders hoch gewinnen sollte, werde ich dich am Samstag natürlich noch anrufen, ganz klar, so wie es sich gehört. Okay, kein Problem. Nach dem Köln-Spiel stehen, du hast es eben schon gesagt, Länderspiele auf dem Programm in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 1, Belgien. Ja, genau. Wer sind deine Favoriten für die kommende Europameisterschaft? Gute Frage. Gute natürlich. Gute Frage. Ich denke, die französische Mannschaft ist Favorit. Die ist schon gut, ne? Ja. Sie hat viel, viel Qualität und eine sehr große Kader. Sie hat gewonnen die WM und ich denke, Selbstvertrauen ist sehr hoch. Okay. Deutsche ist nicht so ganz so gut. Ja, sie hat auch eine gute Mannschaft, aber vielleicht mit 2-3 mehr Spieler, sie kann auch gewinnen. Also, ja, mal gucken. Ah, guck mal, da ist er. Sehr schön. Okay, jetzt gibt es zum Abschluss noch ein Transfer-News. Frankreichs Innenverteidiger-Talent Soumaïla Koulibaly wird ab der Saison 21/22 für uns auflaufen. Der 17-Jährige gilt als einer der vielversprechendsten Akteure der Nachwuchsakademie des französischen Erstligisten Paris Saint-Germain. Beim BVB wird er einen langfristigen Vertrag erhalten. Wieder so ein junger Bursche. Jetzt bist du bei alt gegen jung, bist du bei den Alten bald. Sicher, Alte. Alte. Ich bin ein alter Mann jetzt. Mit diese Mannschaft wird viele Jungspieler. Ja. Und noch ein ist, ja, okay, top. Ich bin mehr alt, normal. Okay. Thorgan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu uns zu kommen. Wir drücken natürlich alle Daumen, dass ihr morgen einen Sieg holt beim 1. FC Köln. Das wäre natürlich prima. Und das würde uns alle weiterbringen zum großen Ziel, das heißt Platz 4 zu erreichen. Das wäre natürlich toll. Genau. Also vielen Dank. Das war's von unserer Seite. Ihr könnt natürlich im Radio beim Netradio wieder zuhören. Da werden Boris und ich am Mikrofon sein oder bei Sky oder irgendwo anders am Radio. Drückt auf jeden Fall unseren Jungs die Daumen. Das war's. Tschüss, macht's gut. Euer Nobby und der Thorgan. Tschüss. Tschüss.